Nice, my boy. Haben wir schon mal die Klosterquest. Die Sache ist, das ist Level 36. Das ist schon recht hoch. Aber ich würde zumindest mal gerne reingucken. Ich kann ja zur Not noch rausgehen. Weil ich habe noch, glaube ich, noch nie so eine Quest gemacht, die so doppelt so heftige Belohnungen hat, weil die halt auch immer vom Level her recht hoch sind. Was ich immer so ein bisschen abschreckend finde. Aber ich gucke es mir zumindest mal an. Was haben wir denn hier? Ach, es ist die Cronia-Map, ne? Und wir sind aufgeteilt. 29, 45, let's go. 35. Ja, also die sind schon recht stark, ja. Aber ich denke, das ist machbar. Dimitri und Harpy haben sogar potenziell den B-Support mittlerweile. Das heißt, die muss ich gar nicht mehr zusammentun. Da ist auch der C-Support, da ist der A-Support. Da ist auch schon mal der B-Support. Ich weiß ja nicht, ob es sich stackt, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die weiter zusammenpacke. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Annette hat hier auch schon mal. Also wir können auf jeden Fall Juri und Baltus wieder zusammenpacken. Wir können. Wen kann ich denn überhaupt mitnehmen? Kann ich alle mitnehmen? Das ist die nächste Frage. Nee, einer muss hier bleiben. Aber Ned ist jetzt schon so oft hier geblieben. Aber Konstanz ist halt so gut, ne? Ich glaube, ich würde diesmal wirklich Konstanz hier lassen und dafür Annette mitnehmen. Dann können wir Annette nämlich auf jeden Fall Gilbert nochmal geben. Und Juri können wir Baltus geben. Konstanz hat halt, glaube ich, mit niemandem mehr Supports. Höchstens Konstanz und Harpy zusammen. Das heißt, ich könnte mir einfach mal Setup geben. Warum nicht? So, wie teilen wir uns jetzt am schlausten auf? Also ich würde sagen, hier vorne ist Sylvain und hier. Jetzt hätte ich gerne Ditto. Hier auf jeden Fall dann Dimitri. Beziehungsweise hier ist ja auch noch Felix. Dann haben wir Shamir da, Ash da, Mercy. Ja, ich denke mal, das sollte hoffentlich so passen. Huch, nein! Wollte nicht nach oben. Lassen Sie mich zurück. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, die sind schon deutlich stärker in der Mission, definitiv. Wenn ich mir das auch so angucke, die doppeln auch. Aber ich hoffe mal, dass wir das trotzdem hinkriegen. Es ist halt so, ne? Vor allen Dingen, Dedu wäre ja auch jemand, der defensiv sehr gut ist, je nach Klasse natürlich auch. Dementsprechend, es wäre schon echt praktisch. So, wie viel Verteidigung hat Sylvain? 33, okay. Das heißt, du hast 35, du wirst mich wahrscheinlich aber doppeln, aber trotzdem. Und du hast 36. Hier weiter hinten, du hattest auch 35, du hast 30. Das heißt, Sylvain können wir eigentlich ohne Probleme hier reinstellen. Ja, und auf jeden Fall schon mal gut anschwächen. Wird zwar von so ziemlich allem gedoppelt, aber 0 mal 2 ist immer noch nicht sonderlich viel, ne? So. 35 und 36, ne? Tut natürlich schon weh. Ja, also du würdest mich auf jeden Fall doppeln. Dann gucken wir erstmal kurz auf der anderen Seite. Der Bogenschütze kommt natürlich überall dran. 45. I'm your girl. Finde ich das krass, dass Annette von hier hinten aus angreifen kann? Vielleicht schon, ja?
Aber es ist in dem Fall sehr praktisch. Ich habe gerade gesehen, sie hat den Zerschmetterer, glaube ich, noch mit am Start gehabt. Also ich glaube, Ziel ist so langsam wirklich alle auf... nice. Auf 35 zu kriegen. So, und du machst es, glaube ich, mit 29 gar nicht mal so viel. Ich würde mich aber trotzdem erstmal noch hier hinstellen. Moment, angreifen? Ach, schweigen. Ja gut, brauchen wir jetzt gerade nicht. Let's clean up. Einfach damit wir uns langsam vorarbeiten. So. Hier ist der Pegasus-Ritter, ne? Mit 36 mal 2. Problem ist, ich habe keine Verteidigung. Mercy hat mehr Verteidigung als ich. Also ich könnte Ingrid theoretisch hier parken, aber alle anderen muss ich, glaube ich, leider hier parken. Dass wir schon mal die erste Welle an Gegnern auf jeden Fall wegkriegen. So. Dann gute Besserung, Buke. Gönn dir einen nassen Waschlappen oder auch eine Kopfschmerztablette. Viel trinken, viel ausruhen. Stück Schoki. Nicht zu viel Uni machen. What's next? Irgendwie eine Kombination aus den ganzen Sachen. Aber ich meine, bei dem Wetter bleibt das leider nicht aus, habe ich so das Gefühl. Dass einem das irgendwie so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Ach ja, ich kann ja immer kontern. Nun. You knew the odds. Ja, Savannah hat mittlerweile auch schon mal 35. Und mehr Verteidigung, immerhin. Wenn schon sonst nicht so viel. Warum seid ihr eigentlich alle so blöd? Ich meine, ich bin froh, dass ihr so blöd seid. Ich hasse das immer, wenn man irgendwie auf schwer oder so spielt und die Gegner dann irgendwie nicht blöd sind und sich nicht anlocken lassen. Richtig. Und schön hydriert bleiben, das ist auch wichtig. Wie da noch ein Pegasus-Ritter im Gebüsch ist. Frech. Beziehungsweise du bist einfach abgehauen, sehe ich gerade. Mit deinem 36 Angriff. Also wir können auf jeden Fall... Hier hätte ich zumindest 81. Ja, komm. Meine Trefferquote ist leider eher beschissen, aber Hauptsache einer ist schon mal weg. So, du hast 35. Mhm. Aber dich kann ich ja vielleicht auch einfach von hier aus... Ich kann zumindest schon mal guten Schaden machen. Können wir uns darauf einigen? Wie viel Angriff hattest du jetzt nochmal? 30, ne? Aber du doppelst mich doch auch safe. Wobei? Nee, doch. Ja, das war das. Du doppelst mich. 30. Das heißt, du würdest mir auch 30 Schaden machen. Das ist schon schmerzhaft, aber eigentlich müsste ich es ja überleben, ne? Angriff? 30. 15. 15 mal 2, ja. Wobei du wahrscheinlich eh auf Ash gehst. Aber Ash hat eine bessere Verteidigung als ich, traurigerweise. Ah, gehen wir auf Annette. Thanks. Selbst Mercy hat eine bessere Verteidigung als ich. This is for F- so. Dann die andere Seite. Da haben wir auch den 35er-Typen. Aber der muss ja auch Felix erstmal treffen, wie wir festgestellt haben. Dimitri ist halt schon so hoch vom Level her, ne? Achso, und hier war der Pegasus-Ritter.
Wir können halt mal versuchen, ob der auf Dimitri geht, ob der so blöd ist. Ingrid können wir mal in die Mitte stellen, dann können wir mal gucken, in welche Richtung die geht. Und alle anderen sammeln sich auch hier. Meine Verteidigung wird schon zum Meme. Ich glaube, sie ist schon längst ein Meme geworden. Okay, Pfeil ins Knie und weg. Haben wir sonst noch irgendwelche Memes bei diesem Projekt? Also mir würde halt Byleths Verteidigung einfallen, die nicht vorhandene. Und die Tatsache, dass mir der Tea-Time immer denied wird. Selbst Felix wird gedoppelt, was da los? Okay. Ah, du gehst wirklich auf Dimitri. Ist das so smart? Ich glaube nicht. Was? Lass die Eternal Flames bitte stecken. So. Felix. Warum steht der halt im Gebüsch, der Junge? Ich meine, wenn ich ihn nicht treffe, bin ich auch nicht tot, immerhin, aber... Magie-Level up, Spadidu. Ja. Der Dude, der von einem Magier gekillt wird, das ist nie passiert. Yuri anschmachen. Das ist kein Meme, das ist eine Lebenseinstellung, okay? Shamir. Ja. Shamir hinkt irgendwie auch so ein bisschen hinterher, habe ich so das Gefühl. Also so richtig, dass die mal Charaktere one-hitten kann, leider auch eher weniger. So, wer braucht noch? 35. Ja, eindeutig Ingrid. Flupp. Einmal anpieksen, bitte. Ich muss auch leider sagen, die Map war ja damals sehr unspektakulär mit Cronia. Die macht jetzt schon ein bisschen mehr her. Ich glaube, reinstellen möchte ich mich da eigentlich auch nicht unbedingt. Zumindest nicht mit den Charakteren. So. Du. 33. Mhm. Bitte einmal nur anlocken. Die anderen sind unterwegs. Was, sie könnte auch echt immer ein bisschen mehr Reichweite gebrauchen. Das wäre schon manchmal ganz praktisch. Und Yuri. Ich glaube, Yuri kann eigentlich auch mit nach rechts. Da kommen mehr nach oben, als mir lieb ist. Aber gut. Wie weit ist deine Klasse eigentlich? Ja, schon gut mit dabei. Jetzt haben wir hier natürlich so ein paar Leute. Und leider auch ein paar, die der Meinung sind, es wäre cool, sich ins Gebüsch zu stellen. Yuri könnte den auf jeden Fall schon mal platt machen. Das ist gut. What did you expect? Dann hast du auch schon mal 35. Nice. Baltus da hinten. A hard life sharpens the sense. Dann... Na? Das sieht besser aus. Die glauben, die können sich von mir verstecken im Gebüsch. Das ist schon echt frech, oder? So, und dann du noch. Da können wir auf jeden Fall schon mal gut anschwächen und dann mit Ash gleich nachsetzen. Also Sylvain ist echt so ein guter Charakter. Es mag auch in der Klasse liegen, es kann auch sein, dass andere Charaktere in der Klasse genauso gut wären. Aber ich habe damals, als ich dann Golden Deer gespielt habe, tatsächlich Sylvain auch rekrutiert und dann auch wieder zum Erzritter gemacht. Fairerweise habe ich das mit Hilda auch gemacht. Aber ich fand ihn einfach so extrem gut, dass ich ihn unbedingt wieder am Start haben musste. So.
So, und die andere Seite noch. 35, 36. Ja, so eindeutig Shamir und Ingrid, beziehungsweise Felix dürfte sich auch noch gönnen, aber Felix kommt gerade nicht dran. Okay. Deine Silberlanze ist auch irgendwie fast kaputt. Warum hat der Ritterturm mit dem Ritterschreck eigentlich nicht die bombastischste Effektivität ever? Naja. Und sonst so? Was macht ihr gerade Schönes noch nebenbei? Erzählt doch mal. Vorhin während der Mission wart ihr so viel am Reden und jetzt seid ihr so ruhig. Ich meine, ich kann es euch nicht verübeln bei den Temperaturen, ehrlich gesagt. Stay down. I'll grow a strong- Koffer packen? Wo geht's denn hin? Also, jetzt nicht speziell unbedingt der Ort. Wir wollen dich nicht stalken, aber eher so geht's ans Meer oder so. Eher so in die Richtung. Gut, Felix kommt leider nicht dran, aber Annette immerhin. Ah, perfekt. Stricken, schwitzen und sitzen und trinken. Gut. Mit Sherlock kuscheln. Katze? Hund? Meerschweinchen? Vor Hitze sterben, ja. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Lesen, zuschauen. Zu meiner besten Freundin, das klingt schön. Nur Stream schauen. Ich will den Ort wissen. Nein. Noch Kuro. So cutie. Aber auch das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich war auch mal in der Position. Es ist ätzend, ich weiß. Ich kann dir leider auch nichts wirklich Aufmunterndes sagen. Es ist einfach ätzend. Also du bist nicht alleine. Stream schauen und Ventilator genießen. Ich weiß, was ich nach dem Stream anmachen werde. Eine Katze. Ah, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten in der Community haben eine Katze. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht. 47! Die Frage ist, triffst du Felix überhaupt? 47. Würde implizieren, dass du einen... Ja, das würde ich überleben. Würde mich halt echt mal interessieren, ob die Felix treffen. Kann man Meerschweinchen kuscheln? Auch manche gibt's bestimmt. Kollegen? Ja, er könnte treffen. Aber er hat nicht getroffen und ist dead. Das ist gut. Ich vergesse immer, dass hier auch eine Fernbeziehung war in meinem Kopf. Ist auch schon eine ganze Weile her, ne? Ich finde es vor allen Dingen auch nicht mal so schlimm, wenn man jetzt sagt, ja, das ist 8 Jahre her oder so. Das finde ich ist in meinem Kopf noch so, ja, okay. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn ich so dran denke, als ich Jan kennengelernt habe, war ich 20. Also quasi gefühlt gerade erwachsen. Ich habe noch studiert. Das finde ich viel verstörender irgendwie. Da kommt Ali aus seinem Loch gekrochen. Ja, er liegt wahrscheinlich schwitzend auf dem Boden. Ich fühle mich ein bisschen beengt hier oben, um ehrlich zu sein. Noch ein Stück. Wir ziehen uns mal, so gut es geht, erstmal zurück. Felix stelle ich mal ins Gebüsch. Also ich sag mal, einer ist jetzt nicht so das Problem. Aber da kommen halt noch ein paar mehr und da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Du hast auch so viel Angriff, ne? Ja. Ich glaube, dann schicke ich Mercy sogar mal wieder hier so ein bisschen hin zum Heilen. Und die anderen mal hier unten.
Vielleicht, eventuell kommt ja mal einer an. Wenn nicht, dann nicht. Mal 2 kann man mal machen. Das ist übrigens auch eine geile Aussage so. Mein Jan kommt dann auch in einem Jahr. So von wegen... Warum bist du jetzt so verstört? Ali hat im Chat geschrieben, wait, heißt mein Jan kommt dann auch noch in einem Jahr. Will vor allem seinen Bart. Er liegt übrigens gerade auf der Couch und hört nicht zu und liest den Chat nicht. Es ging nur darum, dass ich 20 war, als ich dich kennengelernt habe. Und Ali meint, wenn er dann auch so alt ist, dann kommt auch sein Jan. Jan ist verwirrt. Ah, mich hat jemand besucht. Das Moralterschwert habe ich ja auch noch. Aber es reicht irgendwie alles nicht. Aber selbst wenn du mich 2-mal triffst, überlebe ich das. Okay. Oh nice, ich bin auch schon mal auf 35. Ich habe immer noch keine Verteidigung, aber hey. Kommt Ash eigentlich dran? Ja. Ich meine, dann wiederum steht Ash hier auch gar nicht so verkehrt. Weil Ash eh nicht so viel Schaden nimmt. Also beziehungsweise weniger Schaden, als ich nehmen würde. Aber immerhin... kann ich kontern. So. Hier ist die... Hallo, ich habe 47 Angriffbande. Hallo, ich habe Dimitri. Also die sind schon... schon nicht so nett. Ah, das ist der Boss. Nee, auf den habe ich auch keinen Bock. Also 47 tut schon weh. Aber das sind halt so diese typischen Late-Game Berserker. Zur Gamescom bin ich mit Vollbart da. Ich bin gespannt. Ist ja auch schon in 3 Wochen, glaube ich. By the way, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, aber wir sind hier am Gamescom Samstag dann am Start. Weil unter der Woche... Also es lohnt sich halt generell nicht, weil viele Publisher nicht da sind. Also gibt es auch gar nicht so viel zu sehen. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist Bandai Namco. Ansonsten, yay, Magie. Deswegen, ja, ist eh nicht so viel. Plus unter der Woche muss ja Gracie arbeiten. Dementsprechend werden wir eh halt unvollständig. Also haben wir uns halt darauf geeinigt, wir gehen halt einfach alle zusammen Samstag hin und cosplayen dann. Beziehungsweise ziehen unsere Fire Emblem Three Houses Cosplays an. Ist eigentlich irgendwer von euch am Gamescom Samstag auch da? Weil ich habe so das Gefühl, auf dem Japan-Tag habe ich ja kein Treffen gemacht dieses Jahr, weil gefühlt im Vorfeld alle gemeint haben, nö, ich bin eh nicht da. Also dachte ich mir so, okay, lohnt sich nicht. Und dann waren doch einige Leute da und ich dachte mir so, wäre vielleicht doch irgendwie nicht schlecht gewesen. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht kann man auf der Gamescom ja ein kleines Treffen machen. Und so gefühlt jeder so, nö, ich bin nicht auf der Gamescom, bin ich auf der Gamescom, bin ich da, bin ich da, bin ich da. Selbst der halbe Wachdienst ist nicht da. Und ich dachte mir so, nun. Also ich weiß halt legitim, abseits von Jan und mir sind halt Leo, Gracie und Ali da, Stella ist da und Bernie ist da. Das sind die, von denen ich es weiß. Und Astral ist auch da. Und mehr habe ich nicht gehört, dass irgendwer irgendwie Zeit hätte. Ne? Und Cell und Mono sind scheinbar da. Ich schaue, dass ich zum nächsten Japan-Tag wieder hinkomme. Ja, das wäre auch dann noch was, wo ich sage, okay, vielleicht können da ja mal ein paar mehr Leute. Ach, Eve ist auch da. Mein letzter Stand war, dass Eve, glaube ich, nicht kommen wollte. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann nicht.
Oh. Warum hat Baldur das gute Level abbekommen? Nice work. Es werden zumindest immer mehr Leute. 16.000 Gold. Fast 17.000. Okay. Aber schön, dass ihr alle die Insider-Infos habt. So. Haben wir die Schlacht auf jeden Fall auch gemacht. Wie sieht denn das supporttechnisch aus? Gut, ich bin ja sowieso... Sedef könnte ich halt den A-Support noch holen. Den habe ich... Ja. Aber an sich ist Beilauf soweit fertig. Dimitri, gut, bei Mercy dann noch den A-Support später. Hier wären noch zwei. Mhm. Du bist auch ganz gut mit dabei. Ash ist, glaube ich... Nee, Annette hat noch mit. Mit Annette hat er noch einen. Aber sonst ist Ash eigentlich auch ziemlich fertig. Du hast noch den mit Ingrid und bist sonst fertig. Mercy hat auch gar nicht mehr so viel. Annette hat halt noch ein bisschen, weil sie halt immer zwei A-Supports hat. Ja. Gut, Jamir. Bei Yuri können wir noch mal gucken, ne? Mit Baltus und Harpy natürlich und bei Konstanz genauso. Aber unterm Strich haben wir schon echt viele Supports. Und potenziell auch einige freigeschaltet, die ich mir nicht anhören kann, weil Dimitri. Aber gut, dann würde ich wie gesagt hier für heute aufhören und dann offscreen noch die Sidequest von Rhea machen, die ihr dann bei Jan im Stream seht, morgen wahrscheinlich. Dann den Unterricht eben machen, weil es ist eh, glaube ich, so gut wie keiner motiviert, also nicht wirklich viel zu sehen. Und dann können wir quasi am letzten Sonntag des Monats beim nächsten Mal wieder starten und dann quasi ein Seminar oder so machen. Und dann die Hauptmission. Also haben wir mehr oder minder den ganzen Monat geschafft. Zumindest alles Relevante heute. Plus die Hauptmission aus dem letzten Monat. Waren jetzt aber auch schon wieder fast 4 Stunden, muss man dazu sagen. Aber war wieder cool.